Nicht erst seit den verheerenden Überflutungen in Braunsbach, aber auch den Überschwemmungen in Pfullingen ist Hochwasser in der Region ein Thema. Am 5. und 6. Juni 1875 brach über Balingen ein wahres Inferno herein, in Gestalt einer alles vernichtenden Flutwelle. An einem unscheinbaren Haus erinnern bis heute die Hochwassermarken, an ein Ereignis, das fast vergessen ist. Was Hochwasser bewirken kann, das zeigen diese Privataufnahmen aus dem Jahr 2008. Damals hatten sich, nach ungewöhnlich starken Regenfällen auf der Alb, die kleinen Bäche Starzel und Killer in tosende Ströme verwandelt, die alles wegrissen, was sich ihnen in den Weg stellte. Drei junge Frauen wurden in ihrem Auto überrascht und ertranken. Schlimm, aber es geht noch schlimmer. Das ruhig und friedlich dahinfließende Flüsschen Eyach in Balingen. Der Bach ist durch einen mehrere Meter hohen Böschungsdamm von den Häusern am sogenannten Gerbergraben getrennt. Dieses unscheinbare Haus erinnert mit seinen Wasserstandsmarken an viele schlimme Hochwasser, die es in Balingen gab. Das Schlimmste davon führte Ende des 19. Jahrhunderts zur Katastrophe. Es gab ein ganz dramatisches 1895. Wenn man jetzt so schaut, die Eyach ist ein ganz müdes, schlappes Wässerchen. Aber das kann ganz anders sein. Damals war es sehr heiß. Es war im Juni, 4., 5. Juni. Es kamen starke Unwetter, Gewitter, Hagel. Nicht die Eyach, aber ein anderes kleines Flüsschen gleicher Größe nach einem überraschenden Starkregen. Von damals gibt es natürlich keine Filmaufnahmen. So ähnlich muss es aber zunächst auch in Balingen gewesen sein. Die Bewohner des Gerbergrabens halten das Schlimmste für überstanden. Zu früh. Und dann hat sich die Eyach von Albstadt her, von Margrethausen her, hat sich das immer mehr hochgestaut. Und dann gab es mehrere Flutwellen, die dann schließlich über Balingen dann auch hereingebrochen sind. Die Menschen in den Häusern direkt an der Eyach sind völlig überrascht, als die meterhohe Flutwelle durch die Stadt fegt. Und es sind damals am 5. Juni 41 Menschen ums Leben gekommen, vor allem eben die, die am Wasser gewohnt haben, die Mühlen, in den Mühlen, die Leute in den Mühlen. Die höchste der Hochwassermarken an diesem kleinen Haus in Balingen erinnert bis heute an diese ungeahnte und völlig unerwartet hereinbrechende Katastrophe.